Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pete's BTV mit allen aus dem Team Pete's BTV. Und es ist wieder Zeit für eure Videos vernünftig. Schönen guten Tag. Horse Power Dashcam. Mhm. Endlich nice. Mal wieder ein bisschen Backseat fahren. Folge 202. Kanal von Sascha, by the way, verlinkt in der Videobeschreibung. Und wir reacten natürlich nicht auf alle seine Videos, da gibt es also noch viel mehr von dem Kram. Zwei hier und der Wagen vor uns, der gibt doch erstmal einen aus. Oh nein, Flash. Oh nein, geht der auf? Oh no! Denke, liebe Da ist was kaputt gegangen. Ja. Yep. Apropos. Hast du dir, also, warte mal, Thema Dashcam, Peter, hattest du dir jetzt eine geholt? Ja, ich habe eine drin. Nach vorne oder auch nach hinten? Nur nach vorne. Okay. Aber noch nichts Cooles. Willst du sagen, Sascha, welche? Oder? Ich habe keine Ahnung. Affiliate-Link jetzt hier in der Videobeschreibung. Ja, aber eine coole Sache schon gefilmt, wo Leute rechts auf dem Standstreifen überholt haben. Also coole Sachen in Anführungszeichen. Aber ansonsten. Kannst du mal einschicken, Peter? Ja, Peter. Einschicken, Peter. Ja. Muss ich erstmal wiederfinden. Aber ja, theoretisch schon. Ich glaube, das könnte man einschicken. Gut gehen. Oh, da ist. Meister, der Aufruf ist abgefallen. Ja, fahren wir mal drüber. Nicht drüber fahren. Gute Idee. Was tust du? Weiterfahren ist mein Ziel. Ist er von der Strecke. Oh mein Gott. Das ist ja auch so unauffällig im Dunkeln, dass dann das Licht ankommt. Ihr kennt das. Machen wir jetzt erstmal ein paar Nudeln. Werbung, oder? Ach, Werbung. Obwohl, einfacher wäre ja Waifu zu trinken. Gibt's fertig in Flaschen oder zum selber anrühren in Pulverform. Ist auch günstiger. Macht 3 bis 5 Stunden satt. Da ist alles drin, was du brauchst. Das geht genauso gut. Das bezweifle ich. Ich bezweifle das aber auch. Ich hab das mal probiert, das ist gar nicht so scheiße. Ja, das von Dalu habe ich. Ja, aber ich bräuchte 8 Packungen am Tag dann. Ja, als ob ich das halt mal, dann wäre ich mal als Mittagessen oder so. Bleib es auch schon noch das satt. Wenn ich den ganzen Tag satt sein will, muss ich ja nachts sogar aufstehen, so um 3 nochmal schnell. Ich würde dauerhaft nur noch Flüssigkeit essen. Das macht ja auch keinen Spaß. Das kann ja nicht. Also, du hast ja Frühstück, Mittag, Abendessen. Abendessen, wenn ich. Ja, aber da steht ja nicht 12 Stunden satt. Nee, das stimmt, aber ein vernünftiges Abendessen macht mich lang genug satt, dass ich da bis morgen durchhalte. Die Werbung ist einfach 3. Du musst ja nur satt sein, bis du ins Bett gehst. Das ist als Ergänzung und nicht als du lässt damit deine komplette Ernährung fallen. Nee, das ist nicht, das ist von, schon von der Satz. Das habe ich damals ausprobiert, das war ganz lecker, aber irgendwie vertraue ich dem ganzen Kram mittlerweile nicht mehr. Kann man so machen, ne? Ja, was soll das? Nee, der hat den mit. Nee, der hängt ja wirklich dran. Der hängt da dran mit einer Lenkstange. Mach doch mal ein Foto vor. Ja, das ist der wird abgeschleppt. Der hängt da ja wirklich dran. Der mit. Das hab ich ja noch nie gesehen. Ich hoffe. Das hab ich auch schon mal gesehen. Ist das kein, ist das abschleppen oder wollten die einfach nur ihre Karre mitnehmen? Nein, genau, die nehmen Auto mit in den Urlaub. Die nehmen ihre Karre mit in den Urlaub. Ja, Schatz, haben wir alles gepackt. Auto müssen wir noch mitnehmen. Sehr gut. Aber wie macht man das denn? Weil du hast doch vorne keine, also klar, hinten hast du eine Anhängerkupplung am Dings, aber wie ist denn das dann festgemacht? Keine Ahnung, darf man das? Der hat irgendeine Lenkstange, also. Den absolut safe aus, bestimmt. Weiß ich nicht, sonst finde ich da, also wenn das legal ist, finde ich das eine absolut übernice Idee. Ich glaube, das kannst du so kaufen, diese Anhängerkupplung. Wenn das legal ist, finde ich dann auch eine gute Idee. Informiert euch da und hört nicht auf uns. Weil wir wissen es nicht. Was denn, weil ich das eine gute Idee finde? Das ist erst verboten, Leute, wenn euch einer erwischt. Ja, das ist nicht wow. Richtig. Einfach Entschuldigung zu sagen, als um Erlaubnis zu fragen, heißt doch der Spruch. Naja, okay. Das ist bei manchen Sachen dann auch richtig. Oh, die Ampel ist ausgefallen. Erstmal kurze Verwirrung. Da waren 3 Schilder. Dann auch weiter, nö. Na, Vorfahrt. Schafft die es noch, oder? Aber blinkt dann bei ihr die Ampel? Nee, bei uns muss eigentlich die Ampel blinken. Eigentlich auf der Seite, wo man Vorfahrt gewähren muss. Was? Ja, wenn gar kein Strom mehr da ist, blinkt gar nichts. Ja, aber da waren 3 Schilder. Holy shit. Easy. Schade. Was? Was ein Assi. Ja. Richtiger Berliner. Ich hab keinen Ton mehr, das macht verwirrt mich. Nee, ist kein Ton. Nee, ist oh mein Gott, what the fuck? Der wollte ja, der hat schneller eilig sein als alle anderen. Holy shit. Okay. Alter.
Wie jetzt, Alter? War hier irgendwas? Mir ist gar nichts aufgefallen. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Falls es euch genauso geht wie mir, aber ich habe überhaupt nicht gewusst, was er meint. Guckt da gegenüberliegend, der schwarze PKW, der schert da voll aus in den Gegenverkehr. Vielleicht quasi konnte er nicht Spur, bremsen. Weil, ja, ich schätze mal, die Ampel wird rot geworden sein und er denkt sich, oh, nee, nicht mit mir, ich muss doch noch schnell rüber. Ja. Alter. Oder er hat es verballert, dass er... Ja, das glaube ich nicht. Das verballerst du nicht. Die machen beide also schön Platz, den können wir ja gleich überholen. Oh oh. Das ist echt nett. Ja. Jo! Ja, jetzt selber. Ja, schön, was bringst. Ist da hinten? Bin ich was der Einzige, der findet, dass bei dem werden? Wohnwagen hinten das wie so ein hämisches Grinsen aussieht mit seinen roten Augen? Das hätte schief gehen können. Fällt erst die ganze Zeit recht? Ja, ich dachte auch. Ui! Wow. Oh, Alter, war das knapp. Das siehst du da, Alter, oh, starke Reaktion. Wild VW Golf appeared. Das war eine ganz starke Reaktion. Ja, der ist einfach richtig gut, ey. Und verdammt knapp. Und die Insel, die hätte er im schlimmsten Fall auch noch abräumen können, wenn es nicht der mega knapp gute Fahrer gewesen wäre, den wir hier haben. Hui! Okay. What? What the fuck? Hab ich gar nicht gesehen. Oh, ich auch nicht. Hab ich auch nicht gesehen. Denn? Hab ich auch nicht gesehen. Ich hab gewartet, damit den anderen Autos immer das ist. Ja, ja, genau. Ja, guten Tag. Was mein Name ist. Ja. Personen auf der Fahrbahn. Ja. Knubbelt sich hier ganz schön, ne? Mein lieber Mann, die fahren ja alle so dicht auf. Komm mal, ausstellen, komm schon, tut. Ich wollte auch gerade sagen, der LKW, der kommt jetzt. Bin ich eigentlich der Einzige, der in so einer Situation, wenn ich das fahrende Auto wäre, immer warte, bis der Vordermann am LKW vorbei ist, damit ich schnell am LKW vorbeiziehen kann? Also ich habe da manchmal auch, je nachdem wie es ist... Oh, das war knapp. Ja, Max lässt noch fragen, wo war ein Blinker? Mhm. Ja, der war auch überrascht vor dem so, ne? Alter! Ui! Was soll denn die Scheiße, Mann? Ja, fick dich doch, oder? Rausziehen, Leute ausbremsen und wieder abfahren, könnte ich ausrasten. Mein Gott, ey. Was? Ja, mein Gott. Ich hab's nicht verstanden. Oh, Fahrradfahrer rechts! Alter. Der lebt ja noch. Das war gefährlich. Bist du bescheuert, das ist rot. Achso, der hat so rot. Gucken wir uns nochmal genau an und dann vor allem auch mal die Rücksicht mit dem Typen. Ja, ja, okay. Da hast du halt rot gehabt. Sag mal, bist du bescheuert, das ist rot. Aber wirklich, what the fuck? Da musst du aber immer aufpassen. Also, das habe ich aber auch noch nie in gesehen. In allen Fällen. Es gibt immer Fahrradfahrer, die dann, ne, mal die Straße, mal den Bürgersteig benutzen. Kommt immer drauf an, wo gerade grün ist. Aber da war ja der Fahrradweg. Fahrradfahrer immer. Sonst hast du immer bei so einer Rechtsabbiegerspur, hast du eigentlich immer dann auch, gleichzeitig grün, grün bei den Dingern. Deswegen bin ich halt gar nicht davon ausgegangen, dass rot ist. Vielleicht war ja vorher grün und wurde dann gerade rot. Also deshalb war der Fahrradfahrer auch so verwirrt, weil er nicht gemerkt hat, dass es rot geworden ist. Düsseldorf wird das alles wissen, weil wir eine gelbe Ampel haben. Ja, stimmt. Das Einzige ist halt, wenn du den Fahrradfahrer platt gemacht hättest, hättest du wahrscheinlich trotzdem eine fette Teilschuld. Ja, natürlich. Ja. Das ist ein bisschen. Andere haben Vorfahrt und sich dann aufregen, dass man bald umgefahren wird. Ich werde die Leute nie verstehen. Verstehe ich nie. Ja, doch, was? Reicht zum Überholen. Achso, das ist keine. Nee, das ist. Der hätte da gar nicht reinkommen dürfen. Hat sich wohl jemand verballert. Ein Clip entsteht und Rico ist schlau wie ein Fuchs und macht schnell die Musik aus. Was hat er denn geklaut? Nicht schlecht. Na dann, guten Appetit. Der Fuchs gönnt sich erstmal von McDonald's. Ja. Das hier siehst du auch nicht alle Tage. Was ist das denn jetzt? Nein. Ja! Das ist so ein typisches Ding auf dem Land irgendwie. Ja, so komm, das ist eine einfache Lösung. Jetzt das könnte so knapp werden jetzt. Aber. Yo! Ja, gut, aber sonst, ja, okay. Zu Recht gehupt. Ja. Er ist halt stärker, ne? Ob die Nüsse vom LKW-Fahrer, da der. Was ist denn mit euch allen? Seid ihr nicht mehr ganz dicht?
Tasern! Ich hab Tasern verstanden! Bin ich auch für. Bin ich definitiv für. Und dann auch noch drauf stehen. Ja gut, was willst du jetzt machen, ne? Ne, der hat aber zurückgesetzt. Okay, aber ein bisschen spät, ne? Ja, schade. So. Ja, wenn du durchfährst, dann. Das ist aber auch eine beschissene Kreuzung. Ja, hey, ich wollte gerade sagen, was soll die Person hier denn machen? Hier läuft so viel falsch in diesem Clip, dass ich Johannes vollkommen verstehen kann. Er hat mein vollstes Verständnis. Die Mittelspurschleicher fahren nicht nach rechts, die Linksspur eiern rum, statt Gas zu geben. Gut, vielleicht ist 120, keine Ahnung, sehe ich nicht, aber ach man, Leute, echt jetzt. Aber damit wir uns richtig verstehen, rechts überholen ist verboten, macht das nicht nach. Ja, das sollte man arschgefährlich, wenn dann einer von denen und auf es bleibt ja nicht bei dem rechts einen oder zwei, ne? Das geht ja die ganze Fahrt über so weiter, ne? Ist echt, hier ist muss echt er schon wieder so. Zweimal nach links rüber. Tatsächlich damit er einen überholt. Ist dann derjenige, der alle da rechts überholt hat, der Einzige, der halt, glaube ich, dann also richtig auf den Sack kriegt. Ja. Ja, die anderen sind nur nervig. Ich meine, wir haben halt ein Rechtsfahrgebot, aber das ist ja, glaube ich, nicht bindend. Ja, kannst du ja immer sagen, hier, weiß ich nicht, war auf der linken Spur, bin gerade auf die Mittelspur, das ist ja immer schwierig. Trotzdem aber machst du sowas nicht. Ja, ist halt, also darfst ist mega nervig, in der Stadt? Dass die Leute da halt auch auf der Mittelspur und links einfach alle rumeiern, das ist halt nervig. Ja. Gibt halt drei Spuren. Und wenn gerade nachts, ich merke dann auch immer ganz häufig, wenn ich nachts fahre, die Leute benutzen die rechte Spur nicht. Das ist verrückt, ja. Ich verstehe das auch nicht. Ich glaube, das ist so in dir drin, weil tagsüber kannst du die rechte Spur meistens wegen den LKWs nicht benutzen, dann bist du sowieso schon so eingestellt, hey, rechts kann ich eh nicht fahren. Ja, aber rechts überholen tue ich trotzdem nicht, da habe ich zu viel Schiss vor, dann warte ich dahinter einfach. Kann ich nie machen. Warte und warte. Zeig den Mittelfinger beim Vorbeifahren. Okay, das mache ich auch nicht. Das mache ich schon. Jetzt siehst du im Dunkeln nicht. Kann nicht. Ist mir egal. Ehrlich. Für meine Befriedigung. Hier geht's ziemlich langsam vorwärts und der LKW gleich. Hupt der? Vorne ist ein LKW. Ach, das ist ein Fahrradfahrer? Na klar. Okay, was soll denn das Hupen? Da ist kein Radweg, ich sehe zumindest keinen. Und wenn der Radfahrer da langfahren will, dann fährt er da lang, ne? Er fährt auch nur schon ganz weit rechts und mal kurz anhalten zum Platz machen ist ja auch halt nicht. Langfahren. Also, warum hupt man denn wenn da? Wieder doof, keine Radfahrwege natürlich, würde mich auch volles Pfund ankotzen, aber es ist doch nun mal so. Ja. Der Radfahrer auf jeden Fall, außer das ist jetzt so eine Kraftfahrstraße. In Slowenien wurde DL von diesem PKW überholt. Die Uschi da drin hat auf Hupen und überholt reagiert. Und dann war sie irgendwann aber auch weg. Ja, Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. Ja, übelst gefährlich. Das aber das ist in Tschechien, das ist egal. Ach so. Okay. Da fahre ich eh nicht rum. Tier oder was? Ihre? Ja, ich warte, ich weiß. Da ist Blitzer. Oh, Blitzer. Ach, weil der über 60 war. 35 Euro hat ihn der Spaß gekostet. Ha. Ach, Mann. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr so langsam zu fahren. Das kannst du da nicht wieder gut machen. Wieder gut machen bin kannst ich aber du dann auch immer, Geld. Wenn ich einen Blitzer sehe, bin ich safe immer danach langsamer. Weil ich immer dann mir Gedanken mache, scheiße, bin ich jetzt zu schnell gefahren oder nicht, aber da blitzt ja immer siehst eigentlich. Siehst du ja ziemlich gut, ja. Ja, das stimmt. Ja, hier in Berlin hast du ganz viele Blitzer, die gar nicht auslösen. Ja. Nice. Vor allem in den Tunneln. Also siehst du null. Aber krass, wieso ist der Clip hier drin? Weil einer geblitzt wurde? Ja, weil einer geblitzt weil wurde. Weil er sich wahrscheinlich russisch aufregt. Wild. Ach, du hast ja noch den Schnapperkurs gekriegt da mit deinen 35 Euro. Seit 9. November 2021 wären das ja jetzt 70 Euro. Ah. Ja, die Preise haben sich mal glatt verdoppelt. Ich find's gut. Mehr Blitzen, mehr Strafen, ich bin voll dabei. Immer noch, fuck. Das ist immer noch sehr, sehr billig, wenn ich dann in Holland kann ich mich noch dran erinnern, dass mein Vater hatte damals, glaube ich, 100 Euro Strafe gekriegt für, keine Ahnung, 10 km/h oder sowas. 150 Euro krass. Oder 180 habe ich bezahlt, weil ich im Halteverbot, also nicht auf einem Parkplatz stand, aber zu lange da stand, ohne die Parkuhr war abgelaufen. Nice. Also Holland ist halt echt krass, was Bußgeld hat. Die skandinavischen Länder, die gehen ja direkt immer aufs Einkommen abhängig. Ja, stimmt, das ist noch heftiger. Bin ich eigentlich aber auch fairer. Ist eigentlich besser, ja. Stimmt. Also, ne, wenn ich halt viel Knete habe und dann muss ich irgendwie 100 wenn Euro einfach zahlen. Wenn du einfach einen dicken Fick darauf gibst, dass du eine Million im Jahr verdienst und lässt dich aber unendlich nicht so immer blitzen. Das Gumball ist doch früher immer so gelaufen, oder? Die Leute, die irgendwie mit ihren krassen Autos durch Europa geheizt sind, ein Bündel Scheine dabei hatten und dann einfach gesagt haben, ja, hier. Konntest du doch in Deutschland, konntest du doch so Tourismus quasi machen, konntest du einfach mieten und dann bist du über die Autobahn geballert in Deutschland.
Weil das viel auch frei ist. Genau, weil. Also nicht überall, aber das war dann egal. Das ist ja jetzt auch nicht illegal. Ich glaube, die FDP wäre dagegen, wenn das nach Einkommen geht. Was sehen wir hier jetzt? Oh, oh, oh Gott. Wo fährst du eigentlich, du voll... Alter, super. Ja, ja jetzt schon überholt. In der Innenkurve. Wie kann man nur so dumm sein und da auf die Spur fahren? Oh, also aber immerhin Porsche, halbwegs, ne? Also das Ding ist wenigstens halbwegs übersichtlich, ja, aber... Findest du? Ja, wenn du nochmal zurückgehst, so. Finde ich halt null. Da warte mal, wenn ich dir die Sicht von ihm da sehe... Ja, pass auf, von, ja, wenn ihr, ja, noch nicht. Also erstmal, er fährt ja über die durchgezogene Linie und da fährt er sowieso wieder letztlich. So, wenn du jetzt Pause machst, ja, dann kannst du nur sehen, bis auch aus deiner Perspektive, nur rechts bis zu dem Wald. Ja, also die leichte Linkskurve... Und die Rechte. Jetzt lass dich mal Gas geben, bis wohin die gefahren sind. Mama, Pause, Mama, jetzt wieder. Warte, nee, ein Stück weiter, der ist beim Pfeil gewesen. Stück. So, jetzt, okay, du hast keine Übersicht wahrscheinlich. Doch, der konnte doch vorher bis da hinten gucken, das reicht. Ja, aber die Kurve bin ich auch bei Bram, das ist getäuscht. Das ist nicht gut, da zu überholen, aber. Lass mal weiterlaufen. Das ist nicht gut, das ist verboten und lebensgefährlich. Dafür ist das halt. Aber wie kann man nur so dumm sein und da aus dem Wald? Ja, bis zu dem Baum. Nee, konntest du gucken. Nein, du konntest hinten bis zum Wald gucken. Ja, aber du darfst ja nicht vergessen, der Gegenverkehr, der bleibt ja nicht stehen, der kommt dir entgegen mit Geschwindigkeit. Das heißt, der wäre dann auch schon lange da, wo die jetzt sind. Der ja, steht also, ja nicht. Das war schon nicht der smarteste Way of Life. Vor allem fährst du 110, oh. 110 darfst du eh nicht fahren. Das weiß ich gar nicht, darf man im Überholen nicht kurzfristige Geschwindigkeit übertreten? Weiß ich gar nicht. Eigentlich nicht. Alter, das ist mehr. Nein. Jawohl, sehr gut. Du bist der Held des Tages. Alter, das ist ein bisschen gefährlicher als das, was der gerade gemacht hat. Aber immerhin hat er noch 10 Meter geholt. Ist der neue Bußgeldkatalog aktiv und es soll keiner auf diesem Kanal sagen, er hätte davon nichts gewusst. 55 Euro kostet mittlerweile auch unerlaubt auf einem Behindertenparkplatz parken. Geh- und Radwege jetzt übrigens länger als eine Stunde zu parken, kostet jetzt sogar 80 Euro. Und einen Punkt kriegst du auch. Das gleiche, krass, wenn du Feuerwehrzufahrten zuparkst und dabei Rettungsfahrzeuge behindert werden, kostet der Spaß auch 100 Euro und einen Punkt. Oh. Und wie wir in diesem Video der LKW-Fahrer haben, wollte halt dicht machen, ne? Damit der nicht durch die Rettungsgasse fährt. 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Stimmt. Der Fahrverbot ist da jetzt neu zugekommen. Ach, wer noch auf die blöde Idee kommt, ist dieser Camper. Das habe ich erst gar nicht kapiert. Der Typ hat ja gerade angesetzt, durch die Rettungsgasse zu überholen. Ich dachte, das wäre dreispurig. Zahlt mal locker 240 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot. Ja, jetzt gibt's auch direkt. Richtig. Manni kommt jetzt und erzählt dir mal, wie der Straßenverkehr funktioniert. Dieser Fahrer ist mein Held, denn er erklärt jetzt erstmal diesem Camperfahrer, was eine Rettungsgasse ist. Weißt du? Die auf der rechten Fahrbahn, die fahren nach rechts, die auf der linken Fahrbahn fahren nach links. Ich finde gut, dass er dem das nochmal erzählt. Nee, ganz im Ernst, der Fahrer ist mein Held für diese Folge. Ah, meiner auch. Ja. Da bist du aber auch. Das ist schon nice. Hallo? Hey! Sonst geht's dir aber nur gut, oder? Alter. Wait. Hast du das gerade gesagt, Jay? Was? Sonst geht's dir noch gut? Nee, das war ich nicht. Das war ich nicht. Geh mal zurück. Nee. Das war ich nicht. Achte mal auf das Hey. Hey! Warte. Hey! Hallo? Hey! Sonst geht's dir aber nur gut, oder? Das war Jay. Nur, das hör ich wirklich. Jay. Das hört sich ja wirklich an wie ich. Hat er gerade genießt? Da der Jay eigentlich. Hä, so wie ich da rein? Hä? Ja, das ist ein Egg. Nice. Ernsthaft? Ja, das ist wirklich so. Ich war schon gespoilert, weil es in dem Vorschlag stand, dass voll wir geil diese Folge gucken, aber. Ich wollte gerade sagen, so, hä, das ist ja wirklich meine Stimme. Ja, ja und noch? Hä? Was machen die denn jetzt? Ne, der will gerade drüber. Ach so, der wollte gerade ausfahren. Ja, easy bitte. Snack. Das ist was man hier leider immer noch nicht drin hat, wo ich immer noch sage, das kriegen die Amis besser hin, ist die Kreuzung freihalten. Das riecht mich jedes Mal auf. Es gibt richtig viele Scheißkreuzungen. Ich weiß,
wo halt, weißt du, so diese Ampel, wo dann irgendwie die auf der Kreuzung nochmal ist, wo aber nur zwei Autos hinpassen und so, aber regelmäßig ist halt immer noch, dass irgendwie dann fünf Leute auf der Kreuzung stehen, dann fangen alle an zu hupen, jeder schreit rum und geht trotzdem nichts mehr. Ja. Beste. Okay, das waren mal wieder eure Videos. Vernünftig. Link in der Videobeschreibung. Vielen Dank, dass ihr mit zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.